Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Internationale Konflikte und Krisen waren heute Themen zum Abschluss des NATO-Gipfels in Warschau. Neben Afghanistan ging es vor allem um den Beitrag des Militärbündnisses gegen die IS-Terrormiliz. So will die NATO künftig irakische Soldaten im Land selbst für den Kampf gegen die Extremisten ausbilden. Außerdem beschlossen die Staats- und Regierungschefs, Airwax-Flugzeuge bereitzustellen zur Aufklärung über dem Mittelmeer und der Türkei. Die bestehenden Spannungen zwischen Ankara und Berlin konnten auf dem Gipfel nicht ausgeräumt werden. Am Rande des zweiten Gipfeltages trifft die deutsche Kanzlerin den türkischen Präsidenten. Ein heikles Treffen. Es gibt Streit, weil Ankara deutschen Abgeordneten den Besuch bei in der Türkei stationierten Bundeswehrsoldaten verwehrt hat. Das Gespräch bringt keine Annäherung. Die Meinungsverschiedenheiten seien nicht weg, so Angela Merkel. Wir haben alle anstehenden Fragen besprochen. Die Gesprächsatmosphäre war konstruktiv, würde ich sagen, aber und sehr sachlich und in dem Bemühen, bestehende Konflikte auch zu lösen. Wichtigste Entscheidung heute in Warschau: Das Militärbündnis wird Airwax-Aufklärungsflugzeuge in die Türkei verlegen. Von dort aus sollen die Maschinen mit ihren modernen Radarsystemen die Kampfgebiete in Syrien und im Irak überwachen. Schon jetzt ist jeder NATO-Verbündete beim Kampf gegen den IS dabei. Nun wird die Allianz eigene Airwax-Flugzeuge einsetzen, die Informationen sammeln werden. Außerdem werden NATO-Ausbilder von Jordanien in den Irak verlegt und dort das Militär trainieren, um es noch effektiver zu machen. Mit der Entscheidung, NATO-Aufklärungsflugzeuge an die türkisch-syrische Grenze zu verlegen, wird das Bündnis zumindest indirekt Teil der Anti-IS-Koalition. Das haben die Amerikaner schon seit längerem gefordert. In Washington wächst nämlich der Unmut darüber, dass die USA die Hauptlast der NATO-Ausgaben zahlen. Mit dem Beschluss heute haben die NATO-Mitglieder also einem wichtigen Wunsch Washingtons entsprochen. Kompromissbereit zeigten sich die NATO-Partner auch bei der weiteren Finanzierung der afghanischen Sicherheitskräfte. Angesichts von Terror und Gewalt im Land will das Bündnis seine Unterstützung verlängern. Die Hauptlast der Kosten von jährlich 5 Milliarden Dollar tragen die USA. Die übrigen Verbündeten sagten nun zu, rund 1 Milliarde Dollar beizusteuern. Derzeit sind rund 12.000 ausländische Soldaten im Rahmen einer Trainingsmission am Hindukusch, unter ihnen auch Bundeswehrsoldaten. Der Flug dauert nur wenige Minuten, es ist nicht weit ans andere Ende von Mazar-i-Sharif. Den Hubschrauber nehmen ist das Sicherste. Die deutschen Soldaten sind unterwegs im Krieg schwer bewaffnet, auch wenn sie nicht kämpfen. Sie sollen beraten und assistieren. Etwa 40 der knapp 1.000 deutschen Soldaten machen das in Afghanistan. Ich sehe das in erster Linie natürlich als eine erweiterte militärische Grundlagenausbildung. Sie reden darüber, die Soldaten länger zu schulen, denn bislang dauert die Ausbildung nur 9 Wochen. Dann müssen junge Männer gegen die Taliban kämpfen. Afghanistan bildet zwar genügend Soldaten aus, nötig sei aber mehr Qualität, so die Bundeswehr. Wir haben jedoch klar erkennen müssen in 2015, dass weder die Taliban so schwach waren, wie wir sie angenommen hatten, noch waren die afghanischen Streitkräfte in der Lage, die Gefechts- und Kampfkraft zu entwickeln, die wir uns erhofft hatten. 7.000 afghanische Soldaten und Polizisten sollen 2015 getötet worden sein. Die Afghanen leben mit dem Krieg. Viele sind geflohen nach Europa. Doch wer sich das nicht leisten kann, landet hier am Rand von Kabul zum Beispiel. Afghanistan zählt 1,2 Millionen Flüchtlinge im eigenen Land. Diese Familie entkam gerade so den Kämpfen in Kunduz. Der Vater wurde am Bein getroffen, kann nicht mehr arbeiten. Nun verdient sein ältester Sohn etwas Geld. Das reicht kaum. Wir wollen, dass die ausländischen Soldaten bleiben. Wenn sie gehen, wird alles schlimmer. Dann sind die Taliban vielleicht in einer Woche zurück an der Macht. Bitte bleibt, heißt es auch aus der afghanischen Armee, solange es geht. Wir bleiben länger, sagt die NATO. Wie lange, sagt sie aber nicht. Für einen dauerhaften Frieden braucht es eine politische Lösung, sagen auch die Militärs. Die gibt es aber nur durch Gespräche mit den Taliban und die sind nicht in Sicht. Nach dem Mord an 5 Polizisten in Dallas gehen die Behörden davon aus, dass der Schütze alleine die Schüsse abgefeuert hat. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf das Motiv. Vermutlich erschoss der 25-Jährige die Polizisten aus Hass auf Weiße.
Nach einem mehrstündigen Feuergefecht war er mit Hilfe eines Roboters getötet worden, an dem ein Sprengsatz angebracht war. Während die Bürger von Dallas trauern, kommen neue Hintergründe über den mutmaßlichen Schützen ans Licht. Anders als zunächst vermutet, soll es sich doch um einen Einzeltäter gehandelt haben. Der 25-jährige Micah Johnson war ein ehemaliger US-Soldat, der auch in Afghanistan im Einsatz war. Was wir aber nicht wissen, ist, ob nicht doch jemand wusste, was der Schütze plante, was er vorhatte, oder ob jemand ihn unterstützt hat. Darauf konzentrieren sich jetzt die Ermittlungen. In Micah Johnsons Haus in einem Vorort von Dallas fanden die Ermittler weitere Waffen, Munition und Bombenmaterial und Hinweise, dass er mit militanten schwarzen Gruppierungen sympathisiert haben könnte. Die Ereignisse nun auch Wahlkampfthema. Wir müssen uns alle dafür einsetzen, dass in unserer Gesellschaft Polizei und Bürger wieder gemeinsam auf derselben Seite stehen. Und Donald Trump, ungewöhnlich unpolemisch. Der Graben zwischen Weißen und Schwarzen ist tiefer geworden, nicht kleiner. Es gibt zu viele Schlagzeilen über steigende Kriminalität und Todesfälle in unseren Städten. So wie hier in der Hauptstadt Washington kam es landesweit zu Demonstrationen. Gegen die hinterhältigen Schüsse auf weiße Polizisten, aber auch gegen die Polizeigewalt gegenüber Schwarzen. In Atlanta blockierten Demonstranten stundenlang einen ganzen Highway. Am Ende einer von schockierender Gewalt gezeichneten Woche sind die USA ein aufgewühltes Land. Rassismus und Polizeigewalt einerseits, Waffenwahn und offenbar Selbstjustiz andererseits stellen das amerikanische Gesellschaftsmodell in Frage. Anfang kommender Woche wird Präsident Obama hierher nach Dallas reisen, um Trost zu spenden, um wieder mal zu versuchen, die Spaltung im Land zu überbrücken. Die britische Regierung hat Forderungen nach einem zweiten Referendum über den Ausstieg aus der EU eine Absage erteilt. Das Außenministerium informierte die mehr als 4 Millionen Unterzeichner einer Online-Petition per E-Mail. Darin heißt es, Premierminister Cameron habe schon kurz nach der Abstimmung klargemacht, dass die Entscheidung der Wähler respektiert werden müsse. Bei dem Referendum hatte eine knappe Mehrheit von 52% für den Brexit gestimmt. Im Südsudan eskaliert die Gewalt. Bei Kämpfen zwischen Rebellen und Militär kamen in der Hauptstadt Juba erneut zahlreiche Menschen ums Leben. 5 Jahre nach der Staatsgründung und trotz eines Friedensabkommens kommt das Land nicht zur Ruhe. Ein Grund ist die andauernde Rivalität zwischen Präsident Kiir, rechts im Bild, und seinem Stellvertreter, dem früheren Rebellenführer Machar. Leidtragende des Bürgerkriegs in dem verarmten zentralafrikanischen Land sind vor allem Zivilisten. Zehntausende sind seit Ende 2013 gestorben, etwa 2,5 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Von den 12,5 Millionen Einwohnern sind nach Zahlen der Vereinten Nationen rund 4,8 Millionen von Hunger bedroht. Die Pressekonferenz zum Jahrestag der Staatsgründung in Südsudans Hauptstadt Juba verzögert sich durch eine Schießerei zwischen rivalisierenden Armeeeinheiten. Über 100 Menschen sollen bereits gestorben sein. Minuten später ein eindringlicher Appell der zerstrittenen Staatsführung. Wir rufen die gesamte Bevölkerung auf, alle Südsudanesen, ob bewaffnet oder unbewaffnet, den Waffenstillstand zu respektieren. Niemand wird der Gerechtigkeit entkommen, speziell jene nicht, die abscheuliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Uralte Konflikte zwischen den Stämmen der Nuer und der Dinka flammen in dem ölreichen Südsudan immer wieder auf. In der Stadt Benciu im Norden des Landes hatten Rebellen der Nuer vor 2 Jahren mindestens 350 Menschen regelrecht abgeschlachtet. Massaker auf beiden Seiten. Immer mehr Südsudanesen sehen sich gezwungen, Schutz in UN-Lagern zu suchen oder im Ausland, wie hier in Kenia. Ich musste mein Haus verlassen, nachdem mein Mann gestorben ist und niemand mir geholfen hat. Meine Kinder haben sehr gelitten. Der 193. und jüngste Staat der Welt steht am Abgrund. Die Gewalt geht weiter, der Hunger hört nicht auf und die Menschen werden weiterhin gezwungen, aus ihrer Heimat zu flüchten. Mit großen Hoffnungen hatte der Südsudan vor 5 Jahren seine Unabhängigkeit vom Sudan gefeiert. Heute herrscht brutale Gewalt, 300% Inflation, Arbeitslosigkeit. Am Jahrestag ist niemandem zum Feiern zumute. Auf tagesschau.de erinnert unsere Korrespondentin an den Tag der Unabhängigkeitserklärung des Südsudan vor 5 Jahren und zeichnet den Weg nach, der das Land in die katastrophale heutige Situation geführt hat.
Zwei Söhne von Lamine Diack, dem ehemaligen Präsidenten des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF, sollen gegen Schmiergeld angeboten haben, Dopingfälle zu vertuschen. Das haben Recherchen für eine ARD-Dokumentation ergeben. So wurde der türkischen Läuferin und Olympiasiegerin Asle Alptekin ein entsprechendes Angebot unterbreitet. Demnach sollen Diacks Söhne von ihr Hunderttausende Euro gefordert haben, um eine positive Dopingprobe der Sportlerin verschwinden zu lassen. Olympische Spiele in London 2012. Asli Alptekin gewinnt Gold über 1500 Meter. Ein Jahr später wird ihr wegen wiederholtem Doping die Goldmedaille aberkannt. Jetzt räumt die bis 2021 gesperrte Türkin erstmals einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln ein. Weit brisanter ist aber, was sie darüber hinaus erklärt. Massata Diack, Sohn des ehemaligen Präsidenten des Leichtathletik-Weltverbands IAAF, und mittlerweile auf der Fahndungsliste von Interpol, habe angeboten, Alptekins Fall zu vertuschen. Er hat von uns 650.000 Euro verlangt. Diese 650.000 Euro sollten an den Chefmediziner der IAAF, Gabriel Dolé, und an einige andere im Verband gehen. Schwere Anschuldigungen, für die die Alptekins aber Beweise haben wollen. Als sie es ablehnten zu zahlen, sei Khalil Diack, der zweite Sohn des Ex-IAAF-Präsidenten Lamine Diack, auf den Plan getreten. Auch er habe Geld gefordert. Diesmal zeichneten die Alptekins die Verhandlungen jedoch heimlich auf. Lamine Diack ist die Person, die Alptekins Problem lösen kann. Das sind Fälle, wo Geld ins Spiel kommen muss. Du musst es schaffen, die Leute zu motivieren, mit denen du sprichst. Das läuft in Bar, so läuft das. Da wird nichts unterschrieben. Unter uns, wir wissen doch, dass das nicht der erste Fall dieser Art ist. Auf eine Anfrage der ARD zu den Vorwürfen reagierte die Familie Diack nicht. Von der Veröffentlichung der Audiodokumente erhoffte sich Alptekin, doch noch in Rio starten zu dürfen. Damit scheiterte sie in dieser Woche aber vor dem Internationalen Sportgerichtshof. Der Brite Christopher Froome hat die 8. Etappe der Tour de France gewonnen. Mit dem über 2100 Meter hohen Col du Tourmalet in den Pyrenäen stand eine Härteprobe der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt auf dem Programm. Die Strecke führte von Pau über 184 Kilometer nach Bagnères-du-Luchon. Froome hat mit seinem heutigen Sieg auch das gelbe Trikot als Führender in der Gesamtwertung übernommen. Angelique Kerber hat den Wimbledon-Titel verpasst. Die Deutsche verlor im Finale des Grand-Slam-Turniers gegen die Weltranglisten-Erste Serena Williams in 2 Sätzen mit 5:7 und 3:6. Die US-Amerikanerin gewann damit wie im Vorjahr das weltweit bedeutendste Tennisturnier. Ein sporthistorischer Moment. Serena Williams zeigte an, ihr 22. Grand-Slam-Titel. Damit zog sie mit Steffi Graf gleich. Aber die US-Amerikanerin musste an ihre Grenzen gehen. In einem hochklassigen Finale hielt Angelique Kerber mit. Sie ergriff immer wieder die Initiative und stellte Williams lange Zeit vor große Probleme. Erst beim Spielstand von 6:5 gelang es der Nummer 1 der Welt, Kerber den Aufschlag abzunehmen und damit den ersten Satz mit 7:5 zu gewinnen. Die Reaktion belegte, unter welchem Druck sie stand. Im zweiten Durchgang blieb es ausgeglichen, aber in den entscheidenden Momenten spielte Williams einen Tick härter und präziser. Und so verwandelte Serena Williams nach 1 Stunde und 21 Minuten ihren ersten Matchball zum 7:5 und 6:3 Erfolg, der 7. Titel in Wimbledon. Aber Angelique Kerber, die ab morgen wieder als Nummer 2 der Weltrangliste geführt wird, hatte ihr alles abverlangt. Die Lottozahlen. 1, 34, 37, 40, 44, 49, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 10. Juli. Ein Hoch sorgt morgen zusammen mit sehr warmer Biskaya-Luft verbreitet für hochsommerliches Wetter. Im Norden macht sich aber schon tiefer Luftdruck bemerkbar. Hier ziehen auch in der Nacht dichte Wolken übers Land. Ab und zu fällt Regen, sonst ist es locker bewölkt oder klar. Morgen in der Mitte und im Süden viel Sonnenschein. Im Norden und Nordwesten auch dichte Wolken. Es muss mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Achtung, Unwettergefahr. Heute Nacht am Niederrhein noch 18, im Bayerischen Wald 10 Grad. Morgen an den Küsten 19 bis 23, sonst sehr warme 26 bis 33 Grad. Am Montag im Norden und Westen wolkig, in der Südosthälfte erst freundlich, später Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr. Dienstag und Mittwoch südlich der Donau ergiebiger Regen, sonst regional Schauer und Gewitter, aber auch freundliche Abschnitte.
Thomas Roth meldet sich um 22.10 Uhr mit diesen Tagesthemen. Der NATO-Gipfel in Warschau, was tun gegen den Terror des IS und die Datenbrille, ein Blick in die Zukunft der Arbeitswelt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.